Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Was geht ab, liebe Mavs-Fans? Ich glaube, heute habe ich was richtig Geiles für euch am Start. Und zwar, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn Prime Dirk und, keine Ahnung, ist Luca gerade in seiner Prime? Der Typ macht mich einfach komplett fertig. Der ist 24 Jahre jung und legt Zahlen auf, wo du dir denkst, ja, okay, wenn der in seiner Prime ist, wo soll das eigentlich bitte hingehen? Dann, was macht er dann? 40? 15? 15? I don't know. Aber die beiden habe ich uns gemeinsam in ein Team gepackt. Das ist der aktuelle Kader der Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki, ein 99er Overall, 33 Badges. Ich werde gleich noch den Vertrag mit euch gemeinsam anpassen, damit das ein klein wenig realistischer ist. Und ist wirklich ein What-If-Case, der mich schon auch interessieren würde. Weil einer der besten Shooter of all time, einer der besten Scorer of all time, Dirk, der natürlich auch dieses unfassbare Post-Game hatte, aber natürlich nie an seiner Seite einen Point Guard, Playmaker und Scorer wie in Luka Doncic. Ja, die beiden haben ja, glaube ich, ein Jahr. Ich glaube, es war nur eine Saison, oder? Oder waren es zwei? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Als Luka in die Liga kam, haben sie ja zumindest ein bisschen zusammengespielt, aber hey, da haben Dirk schon so viele Wehwehchen geplagt, dass man das jetzt natürlich mit dieser Challenge hier nicht vergleichen kann. Wir gehen mal ganz kurz rein, der große Blonde, und geben ihm, er hat jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag. Achso, wenn ich hier, ich kann irgendwie gar nichts auswählen. Hat er jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag oder einen Vier-Jahres-Vertrag? Es sieht ja aus wie ein Vier-Jahres-Vertrag. Jetzt pass mal. Verwerfen. Wir gehen mal in die Cap-Übersicht. Und schauen, was da jetzt wirklich Sache ist. Luca hat seinen Vertrag. Irving, Tim Hardaway Jr., Grant Williams, Rashawn Holmes, Maxi Kleber. Und dann ganz da unten ist Dirk Nowitzki mit 2,73 Millionen US-Dollar. Ja, also wenn ich jetzt eigentlich fair wäre, dann müsste ich eigentlich sagen, ich trade irgendwie ein, zwei Spieler und gebe Dirk einen größeren Vertrag. Wir können mal schauen, ob wir das vielleicht auf die Schnelle hinbekommen. Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach Bock auf diese Challenge und wir gehen jetzt einfach rein und probieren das einfach mal aus. Vielleicht bekomme ich hier irgendwie... Boah, ein Second-Round-Pick ist schon sehr, sehr, sehr dünn. In Kombination mit Maxi Kleber wird das nicht besser. Hat einen auslaufenden Vertrag. Maxi hat noch Dreier. Also man muss gerade echt sagen, Maxi hat für mich gerade eben mit einer der schlechtesten Verträge in der Liga, weil der einfach seit zwei Jahren halt auch einfach nicht fit ist. Andauernd Wehwehchen. Nee, du kriegst gar nichts. Wirklich, du bekommst gar nichts für die. Dwight Powell ist auch mittlerweile schon 32. Wir haben halt auch so ein paar Verträge, die auslaufen. Oder? Nee, die haben alle... Wir haben eigentlich alle einen Zwei-Jahres-Vertrag. Lass mal hier kurz sortieren. Nach einem Jahr. Derrick Jones Jr. spielt eine gute Saison für die Mavs. Hat aber nur noch ein Jahr Vertrag hier bei uns. Drummond. Tristan Thompson. Da ist ein First-Round-Pick mit dabei. Von den Clippers. Weil ich glaube, jetzt einfach hier Dirk mit reinzupacken und zu sagen, jo, das wird schon reichen für den Titel. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Warum geben mir die... Ach, der ist lotteriegeschützt. Ach, das ist der kommende Pick der Pistons. Der natürlich super wertvoll ist. Aber die kommen halt zu 100%, die kriegen halt zu 100% einen Lotterie-Pick. Aber ich glaube, ich nehme den trotzdem mit. Weil der einfach von der Wertigkeit her... Ich mach's einfach mal. Marquise Morris hat ein Jahr Vertrag. Da kriege ich wahrscheinlich nichts Großartiges. Nope. Flynn. Vielleicht in Kombination. Da hätte man zumindest Mason Plumlee. Da hätte man auch noch ein Jahr Vertrag. Da ist ein First-Round-Pick dabei von den Kings. Und Vezenkov. Das kann man auf jeden Fall mal machen.
So, aber diese mittelgroßen Verträge, die kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht weg, ohne dass ich irgendwie absoluten Müll ertrade. Aber wir können vielleicht ja auch einfach sagen, wir traden gezielt. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich habe Luca, ich habe Kyrie, ich habe Vezenkov, ich habe Dirk und ich habe Derek Lively. Das bedeutet, ich bräuchte einen Small Forward. Weil dann könnte ich nämlich den Pick der Pistons auch gleich wieder weiterkriegen, ne? Es gibt einen Spieler, wo ich mir denke, wenn die Mavs den hätten, das wäre OP, Overpowers. Und es ist Mikal Bridges. Ich denke mir, stell dir vor, Luca hätte einen Mikal Bridges an seiner Seite. Und ich will mir das nicht nur vorstellen, ich will es eigentlich auch umsetzen. Allerdings hat der einen ziemlich fetten Vertrag. Der verdient was heißt fett? Also 21 Millionen. Aber wenn ich das so mache und so, dann brauche ich wirklich diesen Pick. Und das wird nicht mal reichen. Oder auch doch. Okay. Also zwei solche Gurken auszutauschen gegen Mikal Bridges. Alter, stellt euch das vor. Was wäre das bitte für ein krankes Team? Jetzt habe ich natürlich hier noch Derek Lively the Second. Es ist aber einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Das Plus-Minus spricht total für ihn, wenn er auf dem Feld steht. Man hat hier einfach so einen tollen Rookie sich ins Team geholt. Die Rotation ist natürlich viel zu wild. Jason Kidd. Warum muss mir der Typ eigentlich so ähnlich sehen, in Anführungsstrichen? So ähnlich sehen wir uns ähnlich? Ja, schon ein bisschen, oder? Schon so ein kleines bisschen. Banknutzung, Systembeherrschungsvorliebe. Bin ich in letzter Zeit, achte ich da immer ganz gerne drauf, die immer ein bisschen höher zu machen. Und dann habe ich eine 9-Mann-Rotation. Ich habe mit Tim Hardaway Jr. einen guten Spieler von der Bank. Dwight Powell, Seth Curry. Uns fehlt noch. Ja, uns fehlt noch so ein Combo Guard, sag ich mal. Der ein bisschen Playmaking, ein bisschen Defense, ein bisschen Shooting mitbringt. Aber natürlich jetzt auch nicht im Vermögen kosten darf. Die sind alle relativ teuer. Kyle Lowry ist zu alt. Ja, da kommen wir schon in eine Kategorie, wo ich mir immer so... Ich bin immer kein Fan, so unter 80. Spieler unter einer 80. Chris Paul ist viel zu teuer. Nee, das da oben kann ich vergessen. Quickley kostet 4 Millionen. Ich habe leider keine Picks mehr. Ja. Ich habe ja gerade eben rausgeballert. Und Seth Curry würde ich schon abgeben dafür, ehrlicherweise. Ach komm. Also so krass ist der Unterschied dann auch wieder nicht zwischen den beiden. Und Dwight Powell. Ne, das wird dann schon vom Geld her nicht mehr gehen. Hä, ist ein Dwight Powell mehr wert für die? Sieht so aus, oder? Ja. Ich habe wirklich gar keine Picks mehr. Sorry. So vielleicht? Oder wir spielen einfach mal. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz rein. Von den Finanzen her. Ich habe sehr teure Verträge. Weil auch der Vertrag von Tim Hardaway Jr. noch so teuer ist. Und der von Grant Williams ist auch... Was ist das eigentlich? Ey, der ist ein 78, hat 6 Badges und verdient viel zu viel Geld. Tradesuche, Grant Williams. First round pick und er ist weg. Oh, Clint Capella ist... Aber ich habe so oft Clint Capella... Ich glaube, jedes Mal, wenn ihr schon Clint Capella seht, denkt ihr euch,
Max, mach's nicht. Bitte, mach's einfach nicht. Nurkic? Naja, da ist nicht wirklich was dabei. Nee, wisst ihr was? Erlauben wir uns doch einfach einmal, dass wir jetzt mit diesem Team und mit diesen Verträgen, dass wir so einfach durch die Saison gehen. Einfach, weil ich auch mal wissen möchte, wenn ich jetzt nicht alles irgendwie schon perfektioniere, was ist eigentlich möglich mit diesem Kader? Und deswegen laufen wir einfach mal durch und gewinnen hier. Boah, seht ihr das? Wir haben gegen die Bulls 158 zu 102 gewonnen. Gibt es noch den einen oder anderen Spieler, den ich vielleicht vom Free Agency-Markt holen kann? Ich habe hier ein bisschen Cap-Space frei. Ja, das ist, John Wall und Kemba habe ich halt auch irgendwie schon so oft gehabt. Nehme ich vielleicht wirklich mal TJ Warren mit? Ist nur ein Vertrag für die Saison, deswegen tut es nicht großartig weh. Also schlecht läuft es auf jeden Fall nicht. Wir stehen bei 33-7, eventuell. Und dann werfen wir mal den ersten Blick auf die Team-Stats und auch auf die Spieler-Stats. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die beste Offense der Liga haben, aber mit 7 Punkten Unterschied, das ist heftig. Und von der Defense her, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben die 5 schlechteste Defense der Liga, aber es ist einfach so egal, weil wir offensiv einfach jeden zerstören. Wir machen die einfach kaputt. Was sind das für Quoten von draußen? Okay, Spielerstats. Ich sag, Luca 28 Punkte und Kyrie und Dirk so 23, 24 im Schnitt. Ah, ich bin gerade komplett im falschen Tab gewesen. Stimmt, ich habe ja auch noch Mikal Bridges. Luca 29, averaged ein Triple-Double. Dirk ganz locker ein Double-Double. Mikal Bridges 20,9 Punkte, Irving 20,2 Punkte, Tim Hardaway Jr. 14,1 Punkte. Wow. 13,4 Assists ist halt komplett verrückt. Aber ja, natürlich, okay. Stellt euch mal vor, wirklich, du hast so ein Team. Luka hätte diese Qualität um sich herum und gibt dann diesen Spielern die Würfe, den er halt, die er halt normalerweise dann einem, keine Ahnung, Josh Green gibt und einem Grant Williams und einem Tim Hardaway Jr. Und da steht dann plötzlich so jemand wie Mikal Bridges und Dirk Nowitzki. Die Frage ist natürlich, ob unsere Defense ausreicht, um in den Playoffs schon das Ding zu gewinnen. Und wir haben immer noch Möglichkeiten. Also du kannst immer noch Irving traden. Du kannst immer noch die Bank verbessern. Also das hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht, dass ein Team nur über die Offense so eine Saison dominiert. Weil ich habe gerade nochmal reingeschaut, also wir sind nach wie vor eine der schlechtesten Defenses der Liga. Und wir gewinnen hier halt trotz allem locker über 60 Spiele und Luka wird der MVP. Ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber diskutieren. Wemby ist der Rookie of the Year, Zach LaVine ist der Sixth Man of the Year, Wemby ist der Depoy, Jalen Johnson ist der MIP, Curry ist der Clutch Player of the Year und Jason Kidd Coach of the Year. Gut, dann sieht das doch schon mal ziemlich gut aus. Derek Lively ist um einen Punkt nach oben gegangen. Und also, ja, die Bank ist halt, wie sie ist. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Unser erster Gegner sind die Pelicans mit Zion. Zion gegen Dirk. Okay. Einfach 4-0. Einfach 4-0. Gar kein Problem. Clippers. Gutes Team. Sehr gutes Team sogar. Ja, auch da eigentlich relativ ausgeglichen, würde ich sagen, oder? Mit leichten Vorteilen bei uns. Wenn ich jetzt mal optimistisch reingehe. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
TJ McConnell, den ich total mag, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron, AD. Ey. Wenn wir das jetzt verlieren sollten, dann mache ich einen Walkout. Wirklich. Das ist ein Joke. Das ist ein kompletter Joke. Ihr müsst euch mal überlegen, was Luca und Kyrie alleine mit diesem Backcourt machen würden. Die würden jedes Spiel 50 Punkte scoren. Wow. Okay. Das ist, glaube ich, gerade mit das Lächerlichste, was ich so erleben durfte. Die Cavs werden Champ. Wow, das ist wirklich hilarious. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich pack's gar nicht. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ey. Nee. Keine Ahnung. Mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen einfach wirklich die Worte. Ja, wir gehen einfach direkt zum NBA Draft. Ich glaube, wir haben sowieso keinen. Wir haben keinen Pick. Wie kann bitte dieses Team gegen dieses Lakers-Team verlieren? Also, da mir zieht's einfach komplett die Schuhe aus. Gut. Qualifying Offer habe ich keins abzugeben. LeBron James ist auf dem Markt. Für uns sieht der Markt aber wie folgt aus. Ja, halt, was hier so rumeiert. DeLon Wright, Luke Kennard, Grayson Allen. Da hätte man zumindest nochmal einen guten Schützen. TJ Warren, den habe ich auch gerade eben Vertrag angeboten. Ne? Marcus Morris Senior. Cornett, Eubanks, Harrell. Ja, der... Sorry, Leute. Einfach unglaublich billig. Ich versuche eigentlich jetzt nur Spieler mitzunehmen, die das Minimum verlangen. Biombo. Naja, die haben halt alle keine Badges. TJ Warren möchte wieder seine 7 Millionen. Joe Harris, den könnte man noch mitnehmen fürs Minimum. Und eigentlich könnte man auch bei Kemba sagen, komm. Yo, 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 yo. Passt. Ich glaube, dann sind wir schon relativ voll. Den Rest soll der CPU machen, falls noch irgendwas fehlt. Wir gehen rein in die Spielerentwicklung. Ihr geht um 7. Das ist ein Anzeigefehler. Kyrie, da bin ich echt am Überlegen, ob ich den eventuell trade für einen anderen Spieler. Auch weil er jetzt abbaut. Das ist sein letztes Vertragsjahr. Ja, werden wir höchstwahrscheinlich machen. Ich bin auch am Überlegen, für wen. Vielleicht für so jemanden wie Jaylen Brown? Vielleicht, aber ich brauche natürlich auch irgendjemanden, der greifbar ist. Und alle anderen Spieler, also Devin Booker, Donovan Mitchell und so weiter, die kannst du alle vergessen. Vor allen Dingen, ich habe ja nach wie vor keine Draftpicks, das kommt auch noch dazu. Ach Gott. Die Niederlage macht mich immer noch fertig. Also. So sieht's aus. Irving. Wir können ja mal schauen, was der Markt so hergibt. Zach LaVine. Jared Allen. Caris LeVert. Da hätte man dann auf der 5 ein ordentliches Upgrade. Auf der 2 allerdings, ja. Ja, da müsste ich Derek Lively abgeben. Aber... Natürlich wäre das der wesentlich bessere Fit. Also, naja, eigentlich nicht. Ich meine, Luca und Porzingis haben ja schon zusammengespielt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Jalen Brunson, Franz Wagner, Cam Thomas, Brandon Ingram, Tobias Harris, RJ Barrett. Jalen Green? Auch spannend, weil das ein Spieler ist, den ich noch gar nicht hatte. Was ich allerdings nicht mag, ist der Vertrag von Dylan Brooks. Aber ich habe
irgendwie... Weil ich halt Jalen Green und Dylan Brooks auch noch nie hatte. Es wäre eigentlich mal eine coole... Also ich merke mir das auf jeden Fall mal. Gehe aber selber auch nochmal ganz kurz in die Suche, in die Übersicht. Es ist übrigens hier bei Edwards nicht wundern, das ist ein geupdateter Kader. Und ich weiß nicht, was die mit seinem Gesicht gemacht haben. Absolut kein Peil. Booker ist wahrscheinlich hier als Point Guard, oder? Ja. Ja, für Luca, das kannst du gleich mal komplett vergessen. Halliburton ergibt für uns keinen Sinn. Jalen Brown. Nicht für die Kombi. Dann werden wir es, glaube ich, so machen. Einfach, um mal auch was Neues auszuprobieren. Dieser Trade mit Jalen Green und Dylan Brooks. Irving. Also ich hoffe, der ist jetzt immer noch da, der Deal. RJ Barrett. Ja, da ist er. Also, komm. Warum nicht? Ich meine, Dylan Brooks kann ich immer noch weiter traden und Jalen Green im Optimalfall entwickelt sich noch. Und vor allen Dingen hier, ich kriege halt eine komplette Verjüngung. Also der ist 22 und Irving ist 32, also 10 Jahre Unterschied. Deswegen auch mal neue Spieler. Jalen Green hatte ich noch nie. Und Dylan Brooks von der Bank ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Dann könnte man vielleicht sogar auch überlegen, ob man ihn entweder weiter tradet oder Tim Hardaway Jr. weiter tradet, um das... Ja, um sich eventuell auch auf der 5 nochmal zu verbessern. Ja, wir müssen uns auf der 5 noch verbessern. Das hilft alles nichts. Jared Allen wäre schon... Das wäre schon ein geiles Upgrade. Der Vertrag hier ist halt teurer. Scoring. Defense. Es geht. In der Kombi. Jaden Hardy noch oben drauf. Ja, okay. Ein First-Round-Pick der Kings. Noch einer von uns. Zwei Second-Round-Picks. Ja. So, weil dann habe ich nämlich Jared Allen als Starting Five Center und Derek Lively als Backup. Dann habe ich Dylan Brooks, Grant Williams und Josh Green. Jetzt brauche ich noch einen Combo Guard, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und dann sind wir eigentlich fein raus. Ja. Die Frage ist nur, wer? Trey Jones. Marcus Smart verdient so viel. Dennis Schröder hat nur noch ein Jahr Vertrag. Tyson Daniels. Der wäre zumindest billig. Perimeter-Defense, Spielaufbau. Warum eigentlich mal nicht, wenn das machbar wäre? Hat einen Vertrag von 6 Millionen US-Dollar. Und wenn ich da vielleicht sage, Seth plus Harrell, vielleicht kriege ich sogar noch einen Spieler und wahrscheinlich nicht, weil dann passt es von den Spielern nicht, oder? Ja, genau. Ah, sie wollen Derek Lively. Nee, Freunde. Das könnt ihr vergessen. Ich muss mal schauen, ob ich ihr eventuell mir noch den ein oder anderen First-Round-Pick holen kann. Also einfach hier schnell durch. Ich muss einen abgeben, bekomme zwei zurück. Einer ist aber ein Swap. Hier bekomme ich nur einen First-Round-Pick. Ja, also dann machen wir das sofort. Dann Vesenkov verdient auch 6 Millionen, hat aber totale
Shit-Werte, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Utah Jazz passt doch optimal. Und dann probieren wir das jetzt gleich nochmal bei Dyson Daniels. Oh, Quickly ist noch auf dem Markt. Aber möchte zu viel Geld. Können wir vergessen. Dyson Daniels. Trade. Probieren wir es nochmal. Jar Harris. Dwight Powell vielleicht auch. Ja, okay, der hat sogar 1,5 Sterne. Und dann... Wo sind die Picks, die ich gerade eben geholt habe? Sind das die beiden? Willst du mich verarschen? Ich muss jetzt wirklich 3 First-Round-Picks abgeben für Dyson Daniels. Ich glaube echt, ich raste komplett aus. Aber ja, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, auf eine 8-Mann-Rotation runterzustellen. Okay. Coaching, Systembeherrschung, perimeterlastig, aktives System ausgeglichen. Sieht eigentlich mit am besten aus. Aktivieren wir das mal. Und gehen rein in die zweite Saison. Also, es läuft gut, aber jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie alles zerfetzen würden. Wir stehen bei 28,8. Und ich glaube, unsere Offense ist jetzt schon ein klein wenig schlechter als in der vergangenen Saison. Wir können mal ganz kurz gemeinsam reinschauen. Wir müssen jetzt auch gar nicht unbedingt alle Stats uns ansehen. Ja, ein bisschen ist schon schlecht. Ich glaube, wir waren letzte Saison bei 132 oder sowas. Ja, die Cavs sind total nah dran an uns mit ihrem Team. Oha, Capella, Vucevic haben die sich geholt. Kelly Oubre Jr., Tim Hardaway Jr. Ja klar, ich habe natürlich auch mit denen getradet. Ja, geil. Ich habe sie mal eben zur zweitbesten Offense der Liga gemacht. Okay, jetzt haben die Jungs auf jeden Fall ordentlich angezogen. Also wir haben jetzt nur noch ganz, ganz wenige Spiele verloren und holen auf jeden Fall wieder über 60 Siege. Und treffen hoffentlich nicht wieder auf die Lakers, die uns dann unrealistischerweise mit einem Schrottteam rauskegeln. Luca ist wieder MVP. Ron Holland ist der Rookie of the Year. Chris Paul, Sixth Man. Bambi, Depoy. Jonathan Kuminga, MIP. Jason Tatum, Clutch Player of the Year. Und Jason Kidd, schon wieder Coach of the Year. Wir müssen ran gegen die Denver Nuggets. Ja, ich meine, unser Team... Kennt ihr alle? Ich verändere nichts. Ich hoffe bloß, dass Jokic uns hier nicht auseinander nimmt. Wir schauen mal ganz kurz rein, wer bei den Nuggets alles im Start ist. Okay, Westbrook, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon und Jokic. Spannend. 4-0. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit immer wieder kommt, dass wir nicht genügend Spieler haben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Die Blazers mit Scoot Henderson, Anthony Simons, Shaden Sharp, Jeremy Grant und DeAndre Ayton. 4-0. Wir müssen wieder ran gegen die Lakers. Ich sag dieses Mal nichts. Eins zu null für die Lakers, 1-1, 2-1 für die Lakers, 2-2, 3-2, 4-2, danke. Luca ist der Western Conference Finals MVP mit einem Triple-Double im Durchschnitt. Und ja, überrascht mich nicht, wir müssen ran gegen die Cavs, gegen Garland, Mitchell, Okoro, Mobley und Capella. Und ich hoffe, wir gewinnen den Titel. 1-0 für die Cavs. 1-1.
Jawohl, Mann. Come on. Und Luca ist natürlich der Finals MVP. Und im Durchschnitt wieder ein Triple-Double. Der erste Titel für unser Team. Spielerrücktritt. LeBron James. Ja, jetzt. Geh einfach, weil dann muss ich die Lakers auf jeden Fall nicht mehr sehen. Mitarbeiterrücktritte. Mm-mm-mm. Nichts Relevantes für uns dabei. Dann gehen wir in die Draft-Lotterie. Aber auch da spielen wir keine große Rolle. OKC, OKC, OKC. Ja. Ich glaube, wir haben gar keinen Pick, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht's bei Personalverpflichtung aus? Ich brauche einen neuen Head Coach. Jason Kidd hat 5 Angebote. Ich will ihn eigentlich behalten, ehrlicherweise. Geld spielt hier jetzt, glaube ich, auch keine große Rolle. Das kann uns egal sein. Frank Vogel. Ja, falls ich jetzt wirklich gar keinen bekommen sollte. Und Jason Kidd bleibt bei uns. It is what it is. Wir gehen rein in den NBA Draft. Und haben keinen Pick, deswegen können wir das Ganze sowieso überspringen. Gehen direkt in den Team- und Player-Options. Annehmen, annehmen, annehmen. Jupp, das passt. Ich habe immer noch den relativ günstigen Vertrag von Dirk Nowitzki. Qualifying Offer für Jalen Green. Seth Curry. Erwartet 2 Millionen. Dann nehme ich den aber mal direkt mit. Hier wird es ja wohl irgendwie ein Angebot geben, oder? Höchstwahrscheinlich. Kyle Lowry. Alvarado. LeVert. Caldwell Pope. Ist kein schlechter Spieler, vor allen Dingen für so wenig Geld. Bogdanovic, der möchte allerdings 12 Millionen, das ist dann doch schon ein bisschen mehr. TJ Warren. Stimmen beide zu. Jetzt Jalen Green. Möchte von den Nets ein Angebot annehmen. Jo. Okay, passt. Ich glaube, Alvarado kann ich noch mitnehmen. Und dann wäre ich durch von meiner Planung her. Spielerentwicklung. Ich hoffe, dass jetzt mal vielleicht ein Derek Lively, da habe ich übrigens Dirk Nowitzki als Mentor angesetzt. Hat es was gebracht. Jalen Green ist um 5 Punkte nach oben. Geil. Und Derek Lively ist um 4 Punkte hoch. Ja, Dyson Daniels auch um 4 Punkte. Dylan Brooks um 1 Punkt. Das sieht doch gut aus. Dann gehen wir direkt rein in die nächste Saison. Rookies automatisch generieren. Das ist für uns sowieso nicht relevant. Und haben jetzt Jalen Green, Mikal Bridges, Dirk Nowitzki, Derek Lively, der jetzt plötzlich in der Starting 5 steht, Jared Allen, Dyson Daniels, Dylan Brooks, Grant Williams. Das ist echt noch so ein Vertrag, wo ich mal schauen könnte, ob ich den doch nicht tatsächlich weiterbekomme. Für einen First-Round-Pick. Ich bekomme hier Bogdanovic zurück. Gib aber auch Caldwell Pope ab. Bogdanovic, 33 Jahre alt. Und Onyeka Okongwu. Jovic. Oder behalte ich ihn? Ich glaube, ich behalte ihn einfach. Ich glaube, ich ändere einfach gar nichts. Wenn es gerade eben so gut funktioniert hat. Warum sollten wir was ändern? Never change a running system. Also weiter geht's. Freunde, Dirk Nowitzki möchte den Vertrag verlängern. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt kommt dann die fette Summe. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Es ist möglich. Aber was habe ich jetzt bitte... Was habe ich jetzt bitte für Verträge? Ja, okay, es ist erst ab der nächsten Saison dann natürlich gültig. Was ist denn jetzt Dirk?
Nee, sogar erst ab 27, 28. Eigentlich auch voll dumm, wenn Dirk 31 ist oder sowas, gebe ich ihm dann voll den fetten Vertrag. Ja, wenn das jetzt gerade eben schon direkt... Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade eben gedacht habe, das greift sofort in der Saison. Also mein Hirn gerade eben auch überhaupt nicht funktioniert. Josh Green verdient 13 Millionen. Da kann ich jetzt aber wirklich mal schauen, ob ich den mal weiterbekomme. First Round Pick. Muss mal irgendwie ein bisschen auf mein Gehaltsgefüge achten. Aber es gibt auch... Niemand will mir einfach irgendwie geile Picks geben. Vielleicht die beiden in Kombination. Jetzt gönnt mal rein hier. Ja, nee, klar, John Collins. Gibt mir am besten noch ein paar Spieler, die noch teurer sind. Ich drehe jetzt gleich echt durch. Pack jetzt noch Caldwell Pope mit oben drauf. Nichts. Ja, da muss ich sie halt mitschleppen. Also, herschenken. Und ich brauche jetzt nicht irgendeinen Tausch machen mit einem anderen Spieler, weil mein Team funktioniert. Also wir rasieren hier gerade eben durch die Saison wie... Wir stehen bei 27-3, ich mache gar nichts. Das wird jetzt übrigens gleich mega spannend, weil ein paar Verträge auslaufen und ich glaube, es ist auch der Vertrag von Luca und von Mikal Bridges mit dabei. Also wenn es jetzt gleich blöd läuft in der Free Agency, dann verliere ich vielleicht den einen oder anderen Spieler. Bevor wir jetzt aber reingehen in die Playoffs, schauen wir nochmal ganz kurz auf die... Spielerstats 28,5 Punkte von Doncic und 23,9 von Dirk. Dahinter Jalen Green, Mikal Bridges und Jared Allen. Die meisten Rebounds holt Dirk. Die meisten Dimes spielt Luca. Dahinter auch Dirk. Okay, die meisten Steals kommen von Doncic. Dahinter Dyson Daniels. Die meisten Blocks von Dirk. Okay, auch geil. Komm, back to back. Wir brauchen den Repeat, damit das hier eine erfolgreiche Geschichte ist. Klar, am Ende jetzt nochmal gegen die Rockets verlieren und gegen die Kings. Why not? Luca ist wieder im Repeat, das dritte Mal in Folge. Cooper Flagg, Rookie of the Year. Isaiah Collier, Sixth Man of the Year. Kawhi Leonard, Depoy, Alexander Sarr, MIP. Und Devin Booker ist der Clutch Player of the Year. Und Jason Kidd. Ey, Jason Kidd bekommt hier einen Coach of the Year Award nach dem anderen. Und unser Gegner sind die Blazers. Das komplette Team ist im Modus. Viert. Ich will nicht gegen die... Die Lakers, die verfolgen mich. Jamal Murray, Austin Reeves, Otto Porter, Jared Vanderbilt und AD. Das dritte Mal jetzt, dass wir gegen die Lakers ran müssen. Und ich mag die einfach nicht, ganz ehrlich. Die gehen einfach nur so krass auf den Zeiger. Ich glaube, ich mache jetzt mal... Wer ist mein neunter Mann? Grant Williams. Ich mache jetzt hier echt eine 8-Mann-Rotation. Ja. 1-0, 2-0, 3-0. Danke. In dem Fall jetzt einfach mal abgewatscht. Grizzlies mit Ja Morant, Desmond Bain, Zaire Williams, Jaren Jackson Jr. und Jonas Valanciunas. Im Optimalfall gehen wir auch hier wieder in die Finals, 14-0 Sweep. Und dieses Mal Dirk, Western Conference Finals MVP. Er denkt sich, ey, Luca, jetzt langsam reicht's aber auch mal. Und unser Gegner in den Finals sind die Pacers mit Tyrese Halliburton, Jacoby Walter, Benedict Mathurin, Evan Mobley und Nick Richards. Wir machen Game by Game. Wir gewinnen das erste Spiel, wir gewinnen auch das zweite Spiel, wir gewinnen das dritte Spiel und wir gewinnen das vierte Spiel. Also wir sweepen eigentlich jeden außer die Blazers, auch funny. Luca ist der Finals MVP und jetzt wird spannend, weil jetzt kommt die Free Agency. Und die kann uns jetzt gleich komplett zerschießen. Und mein Ziel ist eigentlich jetzt der Threepeat. Also drei Titel in Folge, zwei habe ich schon. NBA Draft. Habe ich einen Pick? Ich habe immer noch keinen Pick. Das ist komplett verrückt. Das ist der dritte Draft in Folge.
indem ich einfach keinen Pick habe. Ja, Luca hat abgelehnt seine Player-Option. Wenn ich den jetzt nicht verlängere, dann wird's richtig übel. Dann wird das richtig übel. Davor habe ich gerade richtig Angst. Ich habe die Bird Rights. Aber ich habe das Gefühl, ich kann ihm nicht das Maximum anbieten, weil ich zu viele andere teure Verträge hier mit drinnen habe. Grant Williams. Gib mir einfach einen First-Round-Pick ohne Gegenwert. Genauso. Genauso. Danke. Perfekt. Wen kann ich noch abschieben? Josh Green. I'm sorry for you. Hier würde ich mir zumindest ein paar Millionen sparen. Hier würde ich mir richtig viel sparen. Ich bekomme allerdings keinen Gegenwert, also keinen First-Round-Pick. Pistons, ich liebe euch. Lotterie, protected, egal. Ich kann trotzdem nicht mehr anbieten. Dylan Brooks. Ja, aber jetzt brauche ich nicht. Warte. Wo ist Mikal Bridges? Um den muss ich mich auch kümmern. Oh mein Gott, die sind beide. Oh Gott. Ey Leute, Luca, Mikal und Jared Allen. Das sind einfach drei Starter. Okay, ja, mein Gott, wenn es so ist, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann ist es so. Zu Mikal Bridges geht woanders hin. Der geht zu den Jazz. Aber ich behalte Doncic. Okay. Ich behalte zumindest Luca. Mikal Bridges tut natürlich weh. Da ist ein Daniels. Aber es ist ein 84. Aber was möchte der bitte? Ey, also bei aller Qualifying Offer. Okay. Also, Mikal Bridges tut weh, aber solange ich meine, die Challenge hier ist, was können Luca und Dirk zusammen erreichen? Und solange ich die beiden zusammen habe, geht die Challenge natürlich auch weiter. Ich hole mir Matisse sofort ins Team. Dann habe ich hier. Nee. Sonst keinen Spieler mehr, der für mich interessant ist. Bitadze. Gabe Vincent. Ja, qualitativ natürlich, ehrlich gesagt, viel, viel Müll unterwegs. Melton stimmt zu. Ja, natürlich, Matisse geht jetzt nicht, weil ich erst Melton verpflichtet habe. Und der wäre natürlich 100-mal wichtiger gewesen. Bin gerade schon wieder abgefuckt, ganz ehrlich. Mach einfach fertig. Zieh durch. Ich regle das anderweitig. Spielerentwicklung, egal. Wie kann ich jetzt Mikal Bridges ersetzen? Ich habe keinen Dreier. Doch, habe ich schon. Dylan Brooks. Ja, okay. Aber ist es der Dreier, den ich möchte? Eher nicht. Ich meine, wir sind immer noch gut aufgestellt. Aber da brauche ich jetzt schon noch jemand anders. Ich muss jetzt leider einen Spieler opfern und das ist Derek Lively. Weil Azar Thompson ist verfügbar. Und ich brauche in diesem Team keine Offense in der Starting Five. Ich brauche Defense und Rebounding und das bringt er mir. So. Dann sieht es so aus.
Und jetzt brauche ich nur noch ein Backup-Center und dann sind wir eigentlich schon wieder direkt aufgestellt. Und können hoffentlich für den dritten Titel in Folge gehen. Backup. Miles Turner. Ja, der will bestimmt zu viel Geld. Ja, natürlich. Forget it. Hartenstein. Sarge. Brauche schon ein paar Badges. Pöltl. Ah, das ist teuer. Walker Kessler ist auf dem Markt. Ja, weil auch der einfach so eine unrealistische Summe möchte. Ich trade Alvarado, Bezenkov und Connaughton für Drummond. Der hat nämlich einfach nur krankes Rebounding. Und mehr möchte ich eigentlich von dem Backup-Fünfer gar nicht haben. In dem Fall ist es für mich in Ordnung. 13 Spieler, muss ich noch irgendjemanden aus der Agency mitnehmen. Hey, wie alles hier dabei ist. Aber die wollen natürlich einfach alle unrealistisch viel Geld. Ja, selbst ein Westbrook möchte noch. Ich stelle mir gerade wirklich die Frage, was hier abgeht. Komm, das soll der CPU entscheiden. Soll einfach der CPU machen. Weil der weiß, was möglich ist. Go for it. Und ich sag mal so, beschweren kann ich mich nicht. Wir stehen bei 30-3. Wenn das wie bei unserer Pistons-Challenge ist, dann hast du hier wahrscheinlich jetzt Azar Thompson neben Dirk als Top-Rebounder im Team. Okay, Dirk dreht komplett am Rad. Macht 30,4 Punkte, 13,1 Rebounds und das ist wirklich so. Azar Thompson ist ein absoluter Cheat-Code in diesem Spiel. Der Typ ist ein Monster. Jared Allen 7,9. Drummond. Ach, Drummond spielt gar nicht. Melton ist die ganze Zeit in der Rotation. Okay, das ist auch spannend. Aber ey, wenn es so läuft, dann do it. Und anscheinend funktioniert dieses Small Ball Lineup, also zumindest von der Bank her, so überragend gut, weil das hätte ich nicht gedacht. Also, dass wir so viele Siege holen. Ich bin dann auch immer selber neugierig und möchte reinschauen, wie unsere Offense aussieht. Also, wir haben die zweitbeste Offense. Und wir haben die beste. Wir haben aber mit weitem Abstand die beste Defense der Liga mit diesem Team. Das ist ja auch mal spannend. Also klar, wir sind jetzt defensiv nicht schlecht aufgestellt, aber Luka? Jalen Green? Dirk Nowitzki? Ja, schon ein klein wenig überraschend. Wir holen... Dirk, I love you. So stelle ich mir eine Challenge vor, ein paar MVPs für Luka und dann kommt im hohen Alter aber nochmal Dirk und sagt, hey, jetzt bin ich aber auch nochmal dran und auch noch All-NBA First Team mit Luka zusammen. Ey, genauso habe ich mir die Challenge vorgestellt. Wenn wir jetzt noch den dritten Titel in Folge gewinnen, dann bin ich einfach nur komplett zu 1000% happy. Also komm, das Team sieht gut aus. Wir sind im Modus. Dyson Daniels, Dylan Brooks, Melton. Wir haben eine geile Starting Five und müssen ran gegen die Denver Nuggets. Die ja mittlerweile auch Jamal Murray abgegeben haben. Zu den Lakers, glaube ich. Und deswegen hoffe ich, dass wir das für uns entscheiden können. Ja, 14-0. Klar, natürlich, wer denn sonst wartet in der zweiten Runde auf uns? Die Lakers. Und wir... Ich mache Game by Game. Ich habe bei den Lakers einfach immer ein bisschen Angst. 14-0. Das war fast absehbar, dass wir gegen die Thunder ran müssen. SGA, Derek White, Cody Williams, Jalen Williams, Chet Holmgren. Ich hoffe, wir können uns da in der Serie durchsetzen. Die werden auf jeden Fall ein, zwei Spiele gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. 1-0. 2-0. 3-0. 3-1. 4-1. Jawohl.
Und Dirk ist der Western Conference Finals MVP. Jetzt gibt er aber gerade nochmal richtig Gas, der große Blonde. Pascal Siakam bei den Bulls. Und das Team, was auf uns wartet. Lonzo Ball, Zach LaVine, Isaac Okoro, Pascal Siakam und Jusuf Nurkić. Oh oh, 1-1, 2-1, 3-1. It's raining, man. Boom. Dirk, Mann. Dirk holt sich den MVP, den Western Conference Finals MVP und den Finals MVP. Und damit gewinnen wir den dritten Titel in Folge. Ja, genau so hätte es damals, glaube ich, ausgesehen. Ich glaube, Prime Dirk und Prime Luca zusammen in einem Team, das wäre einfach fast nicht zu verteidigen gewesen. Aber wir haben eine gute Defense drumherum gebaut. Und ja, hey, 36,4 Punkte, 49% aus dem Feld und 43% from downtown. Ihr müsst mal überlegen, was Dirk Nowitzki heute für ein Volumen schießen würde. Also ich meine, ich glaube, zu seiner Glanzzeit hat er irgendwie 4 oder 5 Dreier genommen. Ey, Dirk würde heute bestimmt pro Partie 8 oder 9 Mal draufzünden, ne? Aber ja, ey, das hat mega Spaß gemacht. Lief viel, viel besser, als ich mir das vorgestellt hatte. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Dirk Nowitzki und Luca zusammen in einem Team hätte auf jeden Fall für ein paar individuelle Awards gesorgt, aber auch für ein paar Titel. Das war's von mir, Freunde. Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.